Mein Name ist Valentina Obregon und ich wohne im Kanton Solothurn auf einem Hof. Ich bin eine Mami, habe drei Kinder und bin verheiratet. Mein ganzes Leben lang habe ich nach etwas gesucht. Ich habe nicht genau gewusst, was es ist. So die Grundstimmung beim Aufwachsen war so eher so irgendwie so eine Leere gewesen, so eine Traurigkeit. Ich bin eigentlich unfähig gewesen, überhaupt eine Beziehung zu haben. Das, was ich gesucht habe, habe ich überall gesucht. Also ich habe es in Beziehungen gesucht, ich habe es bei Männern gesucht, eben, ich habe es bei Freunden gesucht, ich habe es auf der Party gesucht, ich habe es im Alkohol gesucht, ich habe es auf den Reisen gesucht. Und irgendwann habe ich mal eine Beziehung, also einen Mann kennengelernt, damals noch ein Teenager, und ich habe mich mega verliebt und es ist einfach die Liebe von meinem Leben gewesen. Und ja, es war so wunderbar gewesen. Und dann irgendwann ist das zerbrochen. Ich habe mich immer wieder gefragt, hey, was ist los? Wieso bin ich so kaputt? Wieso funktioniert nichts? Wieso ist alles so schwierig? Wieso habe ich keine gesunde Beziehung? Wieso kann ich Liebe nicht annehmen? Wieso kann ich Liebe nicht geben? Ich hatte so viele Fragen gehabt. Und eben nach dem Bruch von dieser Beziehung also ich wollte sterben, wirklich. Ich habe so gedacht, wow, das wär's. Ich bin kaputt, ich bin zerstört, nichts macht mehr Sinn. Ich bin einfach nur so in ein Riesenloch gefallen. Also eine richtige Depression habe ich bekommen. Es ist alles dunkel gewesen, es ist alles einfach nur schwarz gewesen in meinem Leben. Ja. Eben das, diese Beziehung hat mich dann auf eine Reise nach innere Heilung gebracht, also in die Spiritualität hinein, in die Esoterik hinein. Die Esoterik oder eben die ganze Spiritualität, die verspricht tiefe innere Heilung, die verspricht Freiheit, die verspricht Frieden, die verspricht Glück und einfach eigentlich alles, wonach ich mich eigentlich gesehnt habe. Und vor allem eben die Heilung, das verspricht sie. Sie verspricht das Leben in Leichtigkeit und ja, einfach, dass ich auch selber mein Leben kann bestimmen und kreieren durch meine Gedanken, durch meine Gefühle. Ich kann visualisieren, ich kann Sachen vom Universum kann ich einfach in mein Leben rufen und ich kann so einfach mein eigener Gott sein. Und ich bin ja Gott und von meinem eigenen Leben so. Also die Esoterik und all die Kurse und Bücher und so ist natürlich nicht umsonst gewesen. Ich habe mehrere tausende Franken ausgegeben für eben Heilung, für Wiederherstellung. Also sicherlich mehr als 10'000 Franken habe ich in die Kurse investiert, wo ich Reiki-Master geworden bin, wo ich geheilt habe mit Bioenergie, wo ich mit Engel Sachen gemacht habe und einfach wo ich dann nachher meine eigene wie Heilungspraxis eröffnet habe, wo ich meine eigenen Klienten hatte. Und ich habe eben immer gedacht, das ist gut und ja, dass ich eigentlich Gott diene oder im Guten diene. Innerlich habe ich mich aber immer noch leer gefühlt und es ist immer ein Kreis gewesen. Ich habe immer noch diesen Kurs und diesen Kurs und wenn du das machst und dann geht es dir gut. Und es ist eigentlich no ending in der Esoterik. Ich habe Interesse bekommen an Jesus, am Glauben, am christlichen Glauben. Und dann bin ich eingeladen worden zu dieser Zeit in eine Freikirche. Und dort bin ich das erste Mal so richtig berührt worden von Gott. Und ich habe gesehen, wow, die Menschen, die beten Gott an, sie singen zu Gott. Und es dreht sich nicht alles um mich und um meine Heilung und ich, sondern wow, es gibt einen Gott und der Gott kann man anbeten. Und das hat mich sehr berührt. Obwohl ich in der Church, in der Kirche war, habe ich trotzdem mit meiner Esoterik weitergemacht. Und ich habe Jesus einfach wieder dazugenommen und habe so ein bisschen zu ihm gebetet und meine esoterischen Rituale gemacht. Und habe immer noch Klienten gehabt und dann irgendwann ist aber etwas ganz, ganz Komisches passiert, wo wie etwas in mich reingekommen ist. Also für mich ist das klar gewesen, es gibt eine sichtbare und eine unsichtbare Welt, das habe ich schon immer gewusst. Für viele Menschen ist das nicht klar, aber ich habe das wie auch gesehen und
Eben dann habe ich auch gemerkt, dass etwas mega Schlechtes in mich reingekommen ist. Mein Charakter hat sich angefangen zu verändern. Ich habe angefangen, Gedanken gehabt von Selbstmord. Ich wollte mich umbringen. Ich habe angefangen, meine Nachbarin zu hassen. Es war wirklich ein Hass in mir. Es war eine Dunkelheit in mir. Es war wie eine andere Person in mir drin. So. Und dann habe ich das damals mit meinem Mann angeschaut und er hat eben auch bemerkt, dass ich ganz anders bin. Und dann haben wir nach Lösungen gesucht. Dann haben wir irgendwann einmal Christen getroffen. Also wir haben gesucht und dann haben wir Christen gefunden oder Gott hat uns dort angeführt. Wir haben irgendwann einmal gehört, dass Jesus Christus die Macht hat, Dämonen auszutreiben und dass Jesus Christus mich frei machen kann und alle frei machen kann von Bösem und einfach von diesen Gedanken und von dem, was in mir drin war. Und dann haben sie für mich gebetet und das Ding, was in mir war, ist dann aus mir rausgekommen. Und ich bin frei geworden. Ich habe realisiert, irgendwie sind mir die Augen aufgegangen und dann habe ich gecheckt, wow, ich bin voll auf dem falschen Weg. Ich habe all das gemacht, wo ich gedacht habe, es ist von Gott. Aber es war irgendwie so schädlich für mich und ich habe mich selber noch tiefer kaputt gemacht und es hat nichts gebracht. Und ja, und ich habe meine Praxis dann auch geschlossen und habe meinen Klienten auch gesagt, dass ich noch weitermache. Jesus hat gesagt, wir sollen von Neuem geboren werden, von Wasser und von Geist. Und so ist es dann auch bei mir passiert. Ich bin umgekehrt zu Gott, habe Buße, habe mich taufen auf den Namen Jesus Christus. Und nachdem habe ich den Heiligen Geist empfangen, als Geschenk von Gott. Ich habe den Heiligen Geist empfangen. Der Heilige Geist. Der einzige Geist von Gott. Ich hatte ja viele Geister vorher, aber das war der Heilige Geist. Und das hat mein Leben komplett, total verändert. Am Pfingsten feiern wir den Heiligen Geist. Und das ist eben weit mehr als Religion. Das ist einfach der Heilige Geist, der Geist von Gott. Und er will in dir Wohnung hinein, er will in dir leben, er will dir Hoffnung, Liebe, Freude, Frieden und alles schenken, wonach du dich sehnst, in deinem Leben. Und sei ehrlich zu dir, du brauchst es, wir brauchen es alle. Und ja, wir laden dich heute ein, den Vater zu fragen, Gott zu fragen, hey Gott, schenk mir doch deinen Heiligen Geist oder wie kann ich deinen Heiligen Geist empfangen und was hat es mit dem Kreuz auf sich? Was hat Jesus für mich gemacht? Geh tiefer rein und lass dich überraschen.